Erste Kalibrierung. Dieses Video führt Sie durch die erste Kalibrierung des Spider-5-Sensors und der Software. Nach dem Starten der Software wird eine Begrüßung angezeigt, in der die vier vorbereiteten Schritte für eine genaue Kalibrierung erläutert werden. Führen Sie diese vier Schritte für eine genaue Kalibrierung aus. Arbeiten Sie sie wie angezeigt ab und klicken Sie anschließend auf Weiter. Nun kommen wir zur ersten Kalibrierung. Schritt 1 – Monitorauswahl. Wenn Sie mehrere Monitore am PC angeschlossen haben, zeigt die Spider-5-Software jeden einzelnen in einem Ausklappmenü an. Sie können einzeln kalibriert werden. Wählen Sie den ersten gewünschten Monitor und klicken Sie auf Weiter. Schritt 2 – Auswahl des Monitortyps. Wählen Sie Ihren Monitortyp und klicken Sie auf Weiter. Wenn Sie sich unsicher sind, klicken Sie auf Für weitere Informationen klicken, um die Hilfeseite zu öffnen. Dieser Link ist während der gesamten Kalibrierung verfügbar und enthält Informationen zu den aktuellen Schritten. Schritt 3 – Modell anzeigen. Wählen Sie den Hersteller Ihres Monitors aus dem Ausklappmenü aus. Wenn der Hersteller nicht angezeigt wird, geben Sie unter Andere den Namen ein. Geben Sie die Modellnummer ein und klicken Sie Weiter. Schritt 4 – Identifizieren der Einstellungen. Für Spider-5 müssen Benutzer eingeben, welche Monitoreinstellungen verfügbar sind. Im Konfigurationsmenü Ihres Monitors sehen Sie die möglichen Einstellungen. Diese Informationen finden Sie außerdem im Handbuch Ihres Monitors. Schritt 5 – Einstellungen für die Kalibrierung. Benutzer von Spider-5 wählen Gamma, White Point, Brightness und Room Light. Klicken Sie anschließend auf Weiter. Für die erste Kalibrierung empfehlen wir die vorgeschlagenen Einstellungen der Software. Informationen zu diesen Einstellungen finden Sie unter Für weitere Informationen klicken. Schritt 6 – Raumlichtmessung. Die Spider-5-Software misst nun die Lichtbedingungen im Raum für die korrekte Einstellung der Helligkeit. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Spider-Gerät an einem USB-Port am PC angeschlossen ist. Stellen Sie das geschlossene Spider-5-Gerät neben Ihrem Monitor auf. Bei der Messung sollte kein direktes Licht auf Ihren Monitor oder das Spider-5-Gerät fallen. Klicken Sie auf Weiter. Nach der erfolgten Lichtmessung zeigt die Software empfohlene Raumbeleuchtungseinstellungen. Akzeptieren Sie diese Einstellung mit Vorschläge akzeptieren und klicken Sie Weiter. Schritt 7 – Spider-Sensor auf dem Display platzieren. Das Spider-5-Gerät hat drei Teile, einen Sensor, eine Abdeckung und ein USB-Kabel. Entfernen Sie die Abdeckung oder Basis von Spider. Innen sehen Sie den oberen Teil des Kolorimetersensors von Spider. Für eine korrekte Kalibrierungsmessung muss der Sensor flach auf dem Bildschirm liegen. Befestigen Sie Spider-5 an Ihrem Bildschirm, indem Sie Spider mittig vom Monitor platzieren, sodass der Sensor zum Bildschirm zeigt. Halten Sie den Sensor in Position, indem Sie ein Kabel über den Monitor legen und die Abdeckung hinten über den Monitor als Gegengewicht hängen lassen. Das Kabel kann justiert werden, indem Sie die Abdeckung nach oben oder unten schieben, sodass der Sensor flach auf dem Bildschirm liegt. Für eine optimale Platzierung können Sie Ihr Display leicht neigen. Klicken Sie anschließend auf Weiter. Schritt 8 – Starten der Monitorkalibrierung. Sie können nun die erste Kalibrierung Ihres Monitors durchführen, müssen für die Messung zunächst die richtige Helligkeit des Monitors basierend auf dem Raumlicht einstellen. Stellen Sie die Helligkeit des Monitors nach den angezeigten empfohlenen Werten ein. Fahren Sie mit einem Klick auf Weiter fort. Die vollautomatische Kalibrierung von Spider-5 beginnt. Während der automatischen Kalibrierung misst Spider-5 die Farbanzeige Ihres Monitors und vergleicht sie mit Farbstandards der Industrie.
Dazu lässt Spider 5 Farbstandards auf dem Bildschirm aufblitzen und der Sensor von Spider 5 misst die Anzeige Ihres Monitors im Vergleich dazu. Spider 5 registriert die Abweichung pro Farbe und erstellt ein einzigartiges Farbprofil, das sogenannte ICC-Profil für Ihren Monitor, und speichert es auf dem PC. Mit diesem einzigartigen Farbprofil zeigt Ihr Monitor nun die korrekte Farbe gemäß des Farbstandards der Industrie an, zum Beispiel sRGB. Schritt 9. Beenden der Monitorkalibrierung. Nach Ende der Kalibrierung entfernen Sie Spider 5 von Ihrem Monitor und beenden Sie den Vorgang mit Fertigstellen. Speichern Sie das Profil der Monitorkalibrierung auf Ihrem PC. Verwenden Sie dazu den vorgeschlagenen Profilnamen oder wählen Sie selbst einen Namen aus. Schritt 10. Erinnerung an Neukalibrierung. Stellen Sie eine monatliche Erinnerungsfunktion für Ihren Monitor ein und speichern Sie mit Speichern. Warum jeden Monat kalibrieren? Die Helligkeit eines Monitors nimmt mit der Zeit ab, weil er altersbedingt schwächer arbeitet. Bei einer monatlichen Neukalibrierung werden diese Änderungen ins Farbprofil übernommen, damit der Monitor immer die Standardfarbe anzeigt. Eine Neukalibrierung ist doppelt so schnell wie eine Erstkalibrierung. Schritt 11. Ergebnisse anzeigen. Klicken Sie auf Weiter und prüfen Sie Ihre Kalibrierung. Mit der Schaltfläche Switch wechseln Sie zwischen der kalibrierten und nicht kalibrierten Anzeige. Die 16 Testbilder können durch Anklicken vergrößert angezeigt werden. Hier sehen Sie die Auswirkung der Kalibrierung auf Farbe, Highlight und Schattierungen und die Gleichmäßigkeit von Grau und Weiß. Zeigen Sie mit Weiter den Farbbereich oder Gamut Ihres Monitors an. Das Bild gibt Aufschluss darüber, wie genau Ihr Monitor kalibriert gegenüber einem Farbstandard wie sRGB kalibriert ist. Wenn Sie mehrere Monitore haben, können Sie mit Weiteres Anzeigegerät kalibrieren den Kalibrierungsvorgang ein weiteres Mal starten. Schritt 12. Schließen. Sie haben nun Ihre erste Monitorkalibrierung erfolgreich abgeschlossen. Schließen Sie mit Beenden das Spider 5-Programm. Ihr Computer verwendet nun automatisch das neue Monitorprofil mit den richtigen Farben und der höchsten Präzision für Ihre Arbeit. Sie werden jeden Monat daran erinnert, Ihren Computer erneut zu kalibrieren. Das Video Recalibration enthält Informationen zu diesem Vorgang. Informationen zu Kalibrierungsprodukten für Spider 5 und zum Kalibrieren Ihrer Kamera und Ihres Druckers mit Produkten von Datacolor finden Sie unter spider.datacolor.com. Für Support zu den Produkten besuchen Sie bitte support.datacolor.com.